So, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zur Verleihung der Sportabzeichen und Bambini-Abzeichen, die wir 2014 gemacht haben. Ist teilweise schon ein bisschen her, aber ich hoffe, ihr erinnert euch noch, was ihr alles machen musstet. Kurz zu den Zahlen. Wir haben es geschafft, die Anzahl wieder ein bisschen zu steigern. Wir hatten 148 Sportabzeichen, 37 Erwachsene und 111 Kinder und Jugendliche, die das Sportabzeichen gemacht haben. Was ein bisschen schade ist, dass bei den Erwachsenen die Zahl ziemlich runtergegangen ist. Wir hatten sonst immer um die 50, dieses Jahr waren es halt 73. Ich weiß nicht, ob das bei Erwachsenen vielleicht einfach ein bisschen abschreckt, dass man jetzt Bronze, Silber und Gold machen kann. Dass vielleicht viele denken, ich möchte aber unbedingt Gold machen, oh, das schaffe ich dann aber vielleicht nicht und dann lasse ich es halt sein. Müssen wir nächstes Jahr mal gucken oder dieses Jahr mal gucken. Erfreulich, wir hatten letztes Jahr 87 Kinder und Jugendliche, die das Sportabzeichen gemacht haben. Letztes Jahr waren es 111. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass sich Turnen super engagiert hat dieses Jahr. Vielen Dank an Nicole und Katja. Und wir waren dieses Jahr auch bei den Bundesjugendspielen der Grundschule. Wir kriegen von den Bundesjugendspielen ja immer die Daten. Und die Anforderungen an Sportabzeichen haben sich ja ein bisschen geändert. Ihr müsstet ja jetzt zum Beispiel über das Tor werfen oder Seilchenspringen machen. Das wird bei den Bundesjugendspielen nicht gemacht. Und letztes Jahr waren wir halt hier oben, als die Bundesjugendspiele waren und haben halt diese zwei Disziplinen mit angeboten. Also denke ich mal, dass das auch ein Grund war, dass wir doch ein paar mehr Sportabzeichen auch bei den Kindern und Jugendlichen haben. Familien sind es dieses Jahr 9, die es geschafft haben. Müssen mindestens 3 Personen sein, 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Kinder oder 1 Erwachsener. Hier sind viele neue Muttis und Väter, die vielleicht nächstes Jahr auch mal oder dieses Jahr das Familiensportabzeichen machen möchten. Infos gibt es schon im Internet. Es hat sich wieder ein bisschen was geändert. Wäre schön, wenn wir Sportabzeichen Abnehmer ab Mai montags um 6 auf dem Sportplatz den einen oder anderen wiedersehen. Wer weiß denn von den Kleinen noch, was ihr machen musstet für das Bambini-Abzeichen? Musstet ihr auch Seil springen? Nein? Was musste man denn machen? Was denn? Mit dem Ball schmeißen. Mit dem Ball schmeißen, genau. Was denn noch? Was noch? Springen. Springen auf eine Matte, ne? Genau. Was noch? Weiß die anderen zwei Sachen auch. Das waren insgesamt 4. Laufen. Richtig. Einmal musstet ihr quer durch die Halle laufen und dann musste man zweimal rund laufen in der Halle, ne? Genau. So, dann haben wir eine Urkunde mit dem Bambini-Abzeichen für Merle Westermeier. Guck mal, jetzt kannst du da noch was ausgeben. Luisa Lieb ist auch da. Magnus Laker ist nicht da, ne? Oder? Oder ein Heumüller. Bitte schön. Lea Fabian ist die auch da? Nein. Lutz Koman. Familie Koman habe ich glaube ich auch gesehen, ne? Und Lotta ist auch da. Vincent Wiedemann. Haben wir den auch? Ja.
dann würden wir gern weitermachen. Mit den Familien. Und zwar, erste Mal hat Familie Martella sich beteiligt am Familiensportabzeichen. Paolo, Ines, Matteo, Blanca, bitte einmal. Matteo, herzlichen Glückwunsch. Einmal das Abzeichen, einmal deine Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Urkunde, ne? Genau. Laura ist das noch und Heinrich hat noch die Familienurkunde für euch. Die müsst ihr dann im Rahmen anpacken. Genau, die anderen nehme ich. Ja. Familie Wessel. Uli. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr eure Kleine? Die muss zum Geburtstag. Die alle für Termine haben. Nimmst du das mit? Vivian? 29. Nächstes Jahr gibt es wieder ein Abzeichen, Uli, ne? Wollen wir hoffen. Ja, natürlich. Beziehungsweise dieses Jahr. Familie Fiedler. Alfred Ulla. Glückwunsch. Ja, dann warten wir noch, ne? Ich habe die diesmal nicht sortiert. Ihr müsst einfach gleich mal gucken, oben drauf steht, welches Abzeichen kriegt. Ob ihr Bronze, Silber oder Gold kriegt, ob wir euch das Richtige geben. Ja? Nicht, dass wir jetzt irgendwie durcheinander kommen. Wir fangen an mit Sophia. Herzlichen Glückwunsch. So. Kommt alle noch was zu trinken, wenn ihr möchtet? Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, Samstag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zum Sportabzeichen 2015 auch. Vielen Dank.